dein erster vegetarischer Sex gefallen? Was? Naja, wie in dem Blumenkohlpenis. Was lachst du? Bist du blöd? Was damit angefangen? Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen, als ich gefragt habe, ob du einen Blumenkohlpenis hast. Ein Blumenkohlpenis? Das findest du lustig, oder was? Ich fand's aber dann sehr überraschend. Die Puppe. Sorry, ich dachte, meine Peggy-Puppe hat Mucki hin versteckt. Komm, Mucki, raus, jetzt durfst du noch nicht sehen. Du bist zwar bald Vater, aber so weit ist es noch nicht. Sorry, komm. Also mit Besuch habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Und was meinst du mit einer Puppe? Was für eine Puppe? Peggy hat immer so ein Date und der Typ war ein totaler Freak und hat eine Puppe anfertigen lassen, die genauso aussieht wie sie. Okay. Hat dich auch in der Nacht irgendwas ein bisschen so gestört? Mhm, nein. Bei mir hat es die ganze Zeit so gedrückt. Ja, das habe ich gemerkt. Guck mal, was ich habe. Was ist das? Na, mal auf. Okay, wow. Gefallen sie dir? Die sind echt schön. Mhm, war so schön. Ich war noch bestimmt teuer, oder? Ach Quatsch, war ein Schnäppchen. Sicher? Mhm. Okay, danke schön. Gerne. Mal zum Frühstück, ich komme gleich nach. Ja? Okay. Dann kannst du mal so schon früher gehen. Kannst du Milch machen, bitte? Was denn? Oh la la. Hey, schicki micki. Irgendwas noch nichts anderes. Ja, ich weiß gar nicht was. Mhm. Na, ich meine aber noch was anderes. Denn die Pauli strahlt so tragen wie ein Honigkuchenpferd. Hm. Ist da etwa jemand verliebt? Nein, also Chris läuft auf jeden Fall gut und ich fühle mich wohl, aber es ist halt noch alles nicht definiert, also ganz langsam. Ja, man muss dem Kind ja keinen Namen geben, ne? Aber steht ja echt gut. Dankeschön, echt süß, ne? Verliebt sein steht ja auch echt gut. Worüber habt ihr Mädels geredet? Über dich, ehrlich gesagt, und dein schönes Geschenk. Ach so, naja. Ich dachte, man schenkt seiner Freundin noch mal was, oder? Ja, süß. Ein Toast? Ja. Danke. Süß, ey. Ja, ich fange erst mal klein an. Nächstes Mal gibt's hier einen Sportwagen oder was? Ach so, nein, ich dachte, du meinst das Brot jetzt. So, nee, nein. Ja, so kann man sich viel verstehen, ne? Ja, echt, ich muss nächstes Mal brauchen. Freundin. Hat Chris gerade wirklich Freundin gesagt? Okay, krass, das geht jetzt doch etwas schnell. Ich dachte, wir würden das Ganze ein bisschen langsamer angehen. Ja, nach Basti musste auch mal wieder jemand kommen, der toll ist. Endlich mal Glück, war. Und jetzt mal die Ohrringe geschenkt. Die sind schön, ne? Salat. Morgen. Sag mal, hast du auf den Tacho geguckt? Ja. Wo kommst du denn her? Mit dem Fahrrad in Berlin ist das ein bisschen krasser. Ah, und deswegen hast du dieselben Klamotten wie gestern an, oder was? Ja, ich habe euch jetzt schon 10.000 Mal erzählt, dass ich nachhaltiger leben möchte. Mhm. Mit dem Fahrrad. Ja. Du bist Taxityp. Und seit wann bist du bitte ein Diamantentyp? Alter, was ist denn das für Klunker? Hast du im Lotto gewonnen, oder? Hä, wieso ein Lotto? Die habe ich von Chris geschenkt bekommen. Schön, von ne? Chris. Na, von mir nicht. Mhm. Da muss ja jemand sehr schwer verliebt sein in dich, Madame. Wenn man dir schon Ohrringe für locker 400 Tacken kauft, Alter. Überleg mal, du hast gerade 400 Tacken am Ohr. Wie 400 Tacken? Du hast gesagt, es war ein Schnäppchen. Ja, wenn er meint, Schnäppchen 400 Tacken, dann läuft's bei ihm anscheinend. Na, wann soll ich die Hochzeit planen? Quatsch, es gibt keine Hochzeit. Oh, boah, der zahlt locker 2.500 Euro für den Ring.
Oh mein Gott. Läuft bei dir, Baby? Oh, ey. Das melze dich einfach, ja? Ja? Oder wenn du irgendwas brauchst. Ja. Okay. Ja? Sehr schön, dann freut uns doch. So, perfekt, dann sehen wir uns nächste Woche zum Nägel machen. Ciao. Warum machst du denn jetzt raus? Tun die weh oder was? Mhm. Was nee? Ich kann die einfach nicht annehmen. Hast du dir von einem Regen Floh ins Ohr setzen lassen gerade? Ey, wieso redet über mich? Das ist unfreundlich, wenn man das macht, wenn ich nicht dabei bin. Ja, Mann, weil du die komplett verunsichert hast, indem du ihr gesagt hast, wie teuer die Dinger sind. Ist doch nicht Schenk, ist doch scheiß Jahr, wie teuer. Hab ich dich da jetzt mit verunsichert? Ja. Hä? Das ist doch gut zu wissen, wie teuer sowas ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Chris vielleicht schon weiter ist als ich, was die Beziehung angeht. Das ist halt einfach zu teuer. Und jetzt willst du die Ohrringe zurückgeben, oder was? Geschenkte Sachen gibt man nicht zurück. Das ist unfreundlich. Genieß es doch einfach. Du hast ja selber gesagt, es läuft gerade gut zwischen euch. Ja, tut es auch. Aber, auf Papier bin ich noch verheiratet. Ich bin erst in 4 Monaten getrennt. Und Chris hat selber eine schwierige Trennung hinter sich. Der wird es bestimmt verstehen, dass es einfach zu schnell ist. Klar. Also ich sag nur, am Montag hast du noch rumgeheult, dass du keinen Bock hast auf dieses Friendzone-Ding. Und jetzt willst du ihm die Sachen zurückgeben, also die Ohrringe. Sorry, aber ich glaube nicht, dass er das so geil finden würde. Sei doch froh, dass er dir sowas geschenkt hat. So ding, 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 ding. Was hältst du davon, wenn du mir die erstmal gibst und ich sie die für dich verwahre? Hm? Gar keinen Fall. Ich bin jetzt eh gleich mit ihnen verabredet. Also. Könnt ihr mal aufhören damit, mich so anzugucken? Rick, der wird schon Verständnis dafür haben, okay? Ich hätte natürlich auch voller Verständnis dafür. Kannst einfach mal eine Sappe halten. Okay, zurück. Hey. 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 Was machst du denn hier? Überraschung. Schön, wie geht's dir? Gut, und dir? Auch. Übrigens, sehr gutes Timing. Ich habe gerade was zu essen bestellt. Okay. Ich hoffe, du magst Chinesisch. Ja. Ja? Sehr gut. Ist das eine Wurfkiste? Ja, ich bin schon fast fertig. Noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann. Sag mal, wo sind deine Ohrringe? Gefallen sie dir nicht? Oder sind sie zu schwer? Da muss ich wohl diese riesen dicke Kette, die ich für dich geholt habe, wieder zurückgeben. Also ich hab die mit. Alles in Ordnung? Ja, nee, also Chris, waren die wirklich so günstig, wie du gesagt hast? Naja, vielleicht habe ich ein bisschen geschwindelt. Aber ey, ich hätte die auch geholt, wenn die nur 10 Euro gekostet hätten. Chris, die haben 400 Euro gekostet. Ja, jetzt mach dir doch keinen Kopf. Ich musste sie dir einfach mitbringen. Die waren so schön und ich dachte mir, die passen perfekt zu dir. Ich kann die nicht annehmen. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, um so kostenspielige Geschenke zu schenken. Das geht alles ein bisschen schnell. Also ich finde gut so, wie es ist, nur. Bist du sauer? Kleiner Spaß, alles gut. Kein Problem. Okay. Oh, und was muss das Essen sein? Boah, für einen Moment ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Aber ich bin so erleichtert, dass Chris Verständnis für mich hat. Echt schön hier. Ja. Willst du den haben? Nee, kannst du haben. Heiterkeit und Frohsinn sind die Sonne, unter der alles gedeiht.
Nee, lieber was, oder? Ketchup. Chris, ich habe das Gefühl, dass doch nicht alles so in Ordnung ist. Ich meine, dass ich vorhin gesagt habe, dass ich ein bisschen mehr Zeit brauche. Weißt du, um ehrlich zu sein, ich respektiere, dass du deine Zeit brauchst. Und es ist auch alles in Ordnung. Ich dachte nur, eigentlich lief doch alles ganz cool zwischen uns. Und für mich sind wir eigentlich praktisch schon so, zumindest fühlt sich das an, als ob wir seit Montag schon zusammen sind. Ich weiß auch nicht. Oder stört dich das irgendwie, die Sache mit Peggy? Quatsch, nein. Naja, ich muss auf jeden Fall jetzt weiterarbeiten. Ich gehe dann nach Hause. Kennst du das, wenn die Welt sich nicht mehr dreht? Und wenn sie, kennst du das, wenn sie einfach plötzlich steht? Und wenn sie, kennst du das, und du läufst und läufst und läufst und kommst nicht an? Komm, okay, komm. Schau mich noch. Kann man nur so dumm sein? Hey. Und wie war's? Und wie hat er reagiert? Ja, am Anfang ganz cool. Und dann? Dann nicht mehr. Wir waren bei ihm im Hof und haben was gegessen und die Stimmung war halt einfach scheiße. Mann, Peggy, wieso kann ich nicht wie jede andere Frau einfach diese blöden Ohrringe annehmen und alles wäre gut gewesen, ha? Warum kann ich das nicht? Weiß es nicht, das war schon eine nette Geste von Ihnen. Ja. Und ich habe ihn gefragt, ob es halt wirklich okay ist, weil ich halt mehr Zeit brauche. Und dann hat er halt gesagt, dass es das nicht ist. Dass er für ihn eigentlich schon seit Montag feststeht, dass wir zusammen sind. Und ich verkack's mal wieder, ey. Ich verkack's einfach. Warum verkacke ich das denn immer? Ja, was willst du denn? Was ist denn dein Problem? Ich meine, du musst ihn doch nicht heiraten. Ja, das hat er mich auch gefragt. Er hat auch gefragt, ob es wegen dir ist. Und da habe ich gesagt, dass es völliger Quatsch ist. Aber Peggy, ich habe einfach scheiß Angst. Das mit Basti, ich bin über ihn hinweg, aber dieser Schmerz, ich will den einfach nicht mehr haben. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann werde ich wieder verletzt und es wird wieder wehtun. Und das möchte ich halt einfach nicht. Hast du ihn jetzt schon mal so gesagt, wie du mir gerade gesagt hast? Warum nicht? Er hat mich sitzen lassen. Er hat gesagt, er muss jetzt arbeiten gehen und ich saß da einfach mal und meinte, okay, dann gehe ich jetzt. Ich hab's verkackt. Quatsch. Lass ihn. Der soll erstmal die Sprich verdauen und dann redest du noch mal in Ruhe mit dem. Ich denke schon, dass er das verstehen wird. In meiner Ehrlichkeit wird immer noch am längsten und. Ich mag den echt. Dann gib dir Mühe und versuch dein ganzes scheiß altes Leben hinter Bord zu schmeißen und versuch dein neues Leben zu starten. Mit ihm. Weißt du? Ja. Schaffst du das? Ja. Ich hab dich lieb. Ich dich auch.